Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Und heute versuche ich mal ganz sneaky zu sein, mich an sie anzu... Das lief ja schon mal ganz gut. Gehen wir nochmal zurück. Ich will sneaky sein. Und sie schon mal einmal penetrieren. Und dann komme ich wieder, nachdem ich ihren Kollegen getötet habe. Die ja offensichtlich nicht so viel einstecken können. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das was bringen wird. Weil sobald wir in der Kampfzone sind, könnte es eigentlich schon losgehen. Sieht ganz gut aus. Okay. Autsch. Na, das ist die. Ja, ist doch gut. Lass uns mal nicht im... Ich kann mich hier nicht bewegen. Alles okay. Ja, super. Es fängt schon an, diese Olle. Lass mal irgendwo kämpfen, wo es nicht giftig ist. Wie wär's damit? Ist das schwer? Die ist auf jeden Fall nicht so schwer wie die eine. Die scheint irgendwie leichter zu sein. Jetzt komm doch mal her! Geht doch. Ja, Das war eigentlich anders geplant. Na gut. Da hockt die. Kann ich mich da anschleichen? Was geht? Haha. Dann komm mal mit. Ich habe hier was ganz Besonderes für dich. Der Kollege hat mich, glaube ich, nicht gesehen, ne? Da läuft er immer noch verwirrt durch die Gegend. Gut. Ja. Ich hab geblockt. So. Mal ganz unfair gemacht. So wie sie es immer macht. Dreckige Olle. Ich glaube, das ist der Ort. Ist das dieselbe? Wenn das dieselbe ist, dann kotze ich. Hätte ich es ja richtig einfach haben können hier. Ja, das ist der Typ, der die Stimme gehört hat. Ach Gott. Ernsthaft? Ich hätte einfach von hinten kommen können bei der Schlange. Nee, oder?
Töte ihn. Du machst das schon, Kollege. Aber ich hätte auch Hilfe haben können von dem, gegen die Olle. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Easy. Bist du jetzt lieb zu mir? Okay, ist lieb. Alles klar. Huch. Danke. Finde ich jetzt schon ein bisschen assi, ne? Dass das der gleiche Weg ist. Ich hätte mir den Weg zur Schlange eigentlich sparen können. Schwere Geldbeutel. Ja, wer ahnt denn sowas? Aber wir kamen das letzte Mal von da oben, ne? Bin ich der Meinung. Ich will nur mal sicher gehen, dass ich nicht nochmal gegen so eine Troller kämpfen muss. Deswegen gehe ich hier hoch. Einfach nur, um sicher zu sein, um glücklich zu sein, dass alles in Ordnung ist. Tatsächlich. Da ist nicht dein Ernst. Ich hätte einfach nur an der Ollen vorbeigehen müssen. Alles klar, okay. Nein. Ich fange jetzt nicht an zu weinen. Es ist alles in Ordnung. Wir haben immerhin sehr viel Erfahrung gewonnen. Man muss es immer positiv sehen. Und ich muss dich nochmal töten. Wie kommen wir da hoch? Da ist kein Punkt. Ja, vielleicht, aber nur vielleicht kommen wir dahin. Später. Ich glaube, da ist eine Höhle. Na gut, gucken wir mal, was ihn da so zerfetzt hat. Ach nee, ist jemand anderes. Wer oder was hat euch das angetan? Großer Affe! Mein Hals! Mein Hals! Ein großer Affe? Ich habe gerade erst einen großen Affen getötet. Jetzt komm bitte nicht noch. Ich habe doch gerade erst einen großen Affen getötet. Das ist der. Oh nein. War der schon immer hier? Oder habe ich ihn erst hergebracht? Ich glaube, ich habe ihn hergebracht. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, gerade gegen ihn zu kämpfen. Wobei er natürlich ein bisschen einfacher ist als der normale Affe. Aber ich probiere es wenigstens mal. Aber ihr seht schon, meine Lust gerade auf ihn ist sehr gering. Ich frage mich, ob es wirklich nötig ist. Ich werde sterben. Und ich werde überlegen, wo ich lang gehe und ob ich irgendwo lang gehe. Bis gleich. Ansonsten muss ich da nochmal ran. Aber es ist gut, dass wir schon mal gegen ihn gekämpft haben. Verdammt. Naja. Ich wollte, glaube ich, noch bei dem irgendwas kaufen. Das hier ist gar nicht so schlecht. Da kommt Kundschaft von links und rechts. Alle sind willkommen. Also, solange sie Münzen haben. Alles klar, ich will nur etwas kaufen. Nö, du hast ja nicht nichts, was ich noch brauche, ne? Aber keine Ahnung, kaufe ich. Ich kaufe dich leer. Ich muss mein Geld loswerden. Ich hatte die Hoffnung, dass du noch etwas hast. Hast du davon schon gehört?
Heutzutage schwärmen die Ratten in die Ashina-Burg. Du weißt, welche ich meine. Aber da ist dieser entschlossene Alte, der sie aufschlitzt wie nichts. Ich weiß. Ja, klar. Trug er eine Tengu-Maske? Ah, du hast ihn also gesehen. Ja, wir haben miteinander gesprochen. Du steckst voller Überraschungen. Ich bin beeindruckt, dass er deinen Kopf auf dem Hals gelassen hat. Hast du noch was zu sagen? Ich hab dich leer gekauft. Hast du davon schon gehört? Heutzutage, du war aber... Du bist ein komischer Kauz. Na, wen haben wir? Brauchst du etwa? Du hast doch nichts mehr. Ich hab dich leer gekauft. Na gut, dann muss ich halt die, Dank deiner... Es reicht zumindest, um Vorkehrungen zu treffen. Denke, ich werde bald abhauen. Wohin? Zum Senpo-Tempel auf dem Berg Kongo. Hier gibt es heutzutage alle Arten von Ratten. Hab das Gefühl, hier wird es bald ziemlich übel. Wird also Zeit, ein paar Sachen zu erledigen. Soll ich dich jetzt suchen, oder was? Anders gesagt, ich schließe meinen Laden. Ja, du hast ja auch nichts mehr. Ich habe beim... Pass auf dich... Okay, Senpo-Tempel. Ich wette, à la Dark Souls, wie wir es schon kennen, wenn ich jetzt einmal kurz reiste, ist er weg. Tja, Tatsache. Er hat mir nicht mal was zurückgelassen. Schade. Aber wir haben noch einen anderen Händler, den wir... Okay, alles klar. Den wir seit langem nicht besucht haben. Und zwar der am Anfang. Der meinte doch, er kriegt immer neue Waren rein. Also kaufen wir den einfach leer, bis er neue Waren hat. Jo, und wenn wir schon mal hier sind. Fähigkeiten erwerben. Ich habe extra 5 Punkte gesammelt, damit ich den Schlüssel hier beenden kann. Damit wir gleich mit ihm sprechen können. Meister der Künste. So, okay. Was habe ich jetzt gelernt? Ashina-Kreuz. Alles klar, okay. Willst du mir helfen, Hühnchen? Wir gucken, ob das gut ist. Wow! Okay. Bleib mal kurz stehen. Wow! Na gut, kann man jetzt nicht beurteilen. Ich hätte auch einen Schlag so gebraucht. Alles klar, okay. Ich grüße euch, mein Herr. Ich habe herausgefunden, was die Samurai brauchen. Oh! Verratet ihr es mir, mein Herr? Ja. Sie scheinen nur noch wenig Salz zu besitzen. Salz, sagt ihr? Ihr esst es natürlich. Aber damit kann man auch die Toten reinigen und es auf Wunden geben. Krankheiten verbreiten sich schnell mit den verwesenden Leichen auf dem Schlachtfeld. Jeder ist auf der Suche nach Salz. Das heißt, jetzt kann ich Geschäfte machen. Viele Leute benötigen Salz. Das Karma wird mich nicht heimsuchen, wenn ich es etwas teurer verkaufe. Und wo das jetzt geklärt ist, muss ich mir Salz besorgen. Vielen Dank, mein Herr. Ah, erinnert ihr euch noch an das Gespräch, wo die über Salz gesprochen haben? Und ich meinte, das ist doch nicht relevant für die Story. Boom! Mir wurde es gerade gezeigt. Richtig schön. Nee, du hast nichts Neues. Aber... Bis zum nächsten Mal. Ich werde neu... Kommt dann und... Ja, ich komm wieder. Wenn er sagt, dass er sich jetzt neues Zeug organisiert, ne? Dann kommen wir einfach gleich wieder. So, Momento. Kurz resten. Alter, das kostet Punkte. Das kostet Geist im Lebe. Aber hätte ich lieber den. Da habe ich nämlich gemerkt, ich kann 2 Schläge hintereinander machen. Zack, zack. Weil ein Schlag war schon recht stark, aber da war ich enttäuscht, dass es halt nur so stark war. Aber wenn ich 2 machen kann, mein Herr, ja. Mein Herr, hört zu. Mein Salz, ich habe es für einen guten Preis verkauft. Hohe Nachfrage, wisst ihr. Und das bedeutet, ich habe viel Geld und neue Waren. Schaut, schaut, ich habe auch neue Gegenstände. Kauft doch bitte etwas. Ach, so erweitern wir sein Inventar, indem wir andere Sachen finden. Okay. Er verkauft davon jetzt unendlich. Das ist cool, aber ich kaufe mir 2 Geldbeutel. Aber finde ich nice. Finde ich nice. Ich meine, schwarze Schießpulver haben wir 47, das wird mehr als genug reichen. Geht es um dein Geschäft? Ihr kennt mich wirklich gut, mein Herr.
Es riecht wirklich nach einem Krieg in diesen Tagen. Ich würde reich, wenn ich daraus einen Vorteil schlagen kann. Und genau deshalb möchte ich euch um etwas bitten, mein Herr. Was ist los? Die Aufgabe ist es, Schlachtfelder zu plündern. So kann ich meinen Vorrat wieder aufstocken. Es liegen überall Leichen auf dem Schlachtfeld. Das ist eine wahre Goldgrube. Speere, Schwerter, Rüstungen, alles kostenlos und bereit zur Abholung. Die Waffen sollten sich prächtig verkaufen, weil sich jeder auf den Krieg vorbereitet. Welche Qualifikationen braucht man dafür? Mal überlegen. Plündern auf dem Schlachtfeld ist eine schmutzige, anstrengende Aufgabe. Ich suche jemanden, der groß und stark ist und dumm. Da kenne ich einen. So, wir werden heute übrigens nur so ein paar Kleinigkeiten machen. Mir sind so ein paar Sachen eingefallen, die man machen könnte mit unseren neuen Fähigkeiten. Und ich will aber erstmal noch das Geld ausgeben. So, hier sind wir beim Maroden Tempel. Übrigens, kleine Info hier an dieser Stelle. Wir hatten doch von der Oma eine Info bekommen, dass wir einen Affen zum Tanzen bringen müssen, um diese getrocknete Frucht zu bekommen, die wir bekommen haben. Wir haben bei der Schlange einen Affen gesehen. Wir hätten ihn einfach nur einnehmen sollen. Dann hätte er halt getanzt und die Schlange hätte sich mit ihm beschäftigt. Aber wir haben es auch so hingekriegt. Naja, das wollte ich nur mal sagen, dass dieses Rätsel auf jeden Fall abgeschlossen ist. Wir haben auch noch ein paar andere Rätsel, die wir jetzt mit diesem Ding lösen können. Modul verbessern. Ja, das Flötensignal kann ein Echo hervorrufen, verbraucht Geistembleme. Der Klang der Flöte erregt die Aufmerksamkeit des Feindes und lockt ihn an. Durch Anvisieren eines Ziels kann nur das Signal hören. Tief einzuatmen, bla bla, hast du nicht gesehen, alles klar. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, von dem anderen Zeug habe ich mehr als genug, aber das brauche ich halt nicht mehr, glaube ich, ne? Ja, doch. Aber ich habe halt mehr als genug. Ja, wir sind gut vorangekommen. Wir bräuchten jetzt halt nur mehr von dem anderen Zeug. Ich muss also mal ein paar Mönche farmen, wie ich das sehe. Mal gucken, wie ich das hinkriege. Flammensturm. Naja. Kriegen wir auch noch irgendwie hin. Schade. Hätte Hoffnung, dass wir jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben können. Kann ich bei dir noch Geld ausgeben? Hui. Seid gewollt, ihr... So, etwas kaufen. Was hast du denn so Schönes? Ah, hier schwere Geldbeutel. Zack. Leichte Geldbeutel. Zack. Was können wir noch gebrauchen? Löschpulver, Gegenmittelpulver, Kügelchen. Ja, nee. Da suche ich lieber noch einen anderen Händler auf. So, hier voller Geldbeutel. Boom. Und dann davon zwei und dann haben wir es. Mir fehlt ein Gold. Ja, dann kaufe ich mir halt noch einen davon. Was? Objekt, die Besitzer wurden gelagert. Achso, okay, alles klar. Ja gut, jetzt haben wir das Geld ausgegeben. Jetzt gucken wir mal nach dem Idioten. Das Problem ist aber, dass er ja verschwinden möchte. Huch. Gucken wir mal, ob er mitmacht. Hey, hast du Bock, Sachen zu sammeln? In Ordnung. Na gut, tut es. Jetzt gleich. Ja, aber es funktioniert nicht. Wenn es denn funktionieren würde. Machen wir den hier. Und den hier. So. Ein mit einem großen Tengu-Fächer geladenes Prothesenmodul. Verbraucht Geistembleme. Entfesselt einen Wirbelwind, der im Wirbel gefangene Feinde zum Umdrehen zwingt. Der hinfortgezauberte kann leicht zurückkehren. Das heißt jedoch, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Ja, keine Ahnung. Ich probiere es einfach nochmal. Oh! Es hat funktioniert. Ich hätte zweimal drücken. Das muss doch auch in der Beschreibung stehen. Das war jetzt Glück, dass ich das mehrfach gedrückt habe. Da steht's doch. Mann, Zero. Bist aufpassen. Okay, der ist weg. Der ist weg. Aber, wenn wir schon mal hier sind, ich habe da eine Theorie. Wir haben ja...
Warst du schon immer hier? Mit dir kann ich reden. Ach, du bist hier! Hä? Du hast es also auch hierher geschafft. Ihr? Ich sagte doch, ich muss was erledigen. Was macht ihr hier? Da drüben. Ich muss auf die andere Seite der Klippe. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Es gibt keinen Weg rüber? Mit einem Shinobi-Drachen wäre es möglich. Aber es ist nicht leicht, mit dem Drachen in der Luft zu bleiben. Vor allem nicht als Amateur. Mit Fracht. Ich verstehe. Unterhalb der Klippe ist ein Assassine, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft halten könnte, das wäre riskant. Aber es könnte klappen. Das Problem ist, er lässt sich nicht bestechen. Was soll aus dieser Welt nur werden? Und da kommt meine Theorie ins Spiel. Das finde ich gut, dass er das jetzt alles bestätigt. Denn wir haben jetzt die Einnahmefähigkeit. Und wenn wir den Affen zum Tanzen bringen können, dann können wir den auch dazu bringen, für uns den Drachen steigen zu lassen. Aber wir müssen uns wahrscheinlich beeilen, weil er ja nicht ewig lebt. Alles klar, er macht es tatsächlich. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor der Drachen runterkommt. Was sagst du noch? Warte, ist der schon weg? Nee. Der Drache steigt. Wir müssen uns beeilen. Die Puppenspielertechnik, was? Habe ich zum ersten Mal gesehen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich dachte schon, du würdest endlich mal lächeln. Und jetzt kann ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Danke, Kumpel. Bitteschön. Wir treffen uns dort. Dann müssen wir ihr wahrscheinlich auch keinen Reis geben, weil wir... Ach, scheiße, der Drachen ist nicht da. Hä? Ach, da oben! Oh, bitte jetzt nicht... Wenn der jetzt verschwindet, nur weil ich da eine Sekunde gewartet habe. Oh, das wäre ärgerlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Okay, du darfst sterben. Knallsamen. Nice. Und jetzt? Und jetzt? Ja. Hallo? Oh, ich seh's. Ich sehe da hinten auf jeden Fall diese komischen Geistembleme. Ja. Hat funktioniert. Da geht's runter. Aber es geht auch da lang, oder? Schlangen. Oh Gott, nein, Schlangenhaut. Was bringt das hier zu sein? Ich sehe da unten nichts Großartiges. Ist wahrscheinlich einfach nur, falls man nicht weit genug gesprungen ist. Nehme ich jetzt mal stark an. Dass man hier hochkommen kann. Alles klaro. Was sollte das denn? Oh Gott. Es war mir ein bisschen zu knapp. Ach, da hätte man sich zum Loot auch ranhängen können. Das sieht ziemlich nah dran aus, ne? Sieht so aus, als wäre der Boden direkt unter mir. Mit 2-3 Meter. Ja, ist es ja auch. Ich könnte ja erst kalt runterspringen, da wäre ich auf dem Boden. Okay. Hat sie nicht bestätigt. Magnetitschrott. Geht's hier noch irgendwie weiter? Nope. Denn nicht. Ach, guck mal, das ist mein Kollege. Hallo. Na, wenn das mal nicht der alte Spaßvogel ist. Habt ihr eure Angelegenheiten geregelt? Das habe ich. Dank dir. Wessen Grab ist das? Das? Das ist... das von meinem Kind. Ich verstehe. Nachdem der kleine Wicht gestorben war, hat mir die ganze harte Arbeit nichts mehr bedeutet. Experimente mit Verjüngung, Entführung, die Verantwortlichkeiten eines Schwarzhuts, alles, was mit diesem Tempel zu tun hat, kam mir irgendwie verdächtig vor. Habt ihr deshalb aufgehört? Ganz genau. Wie auch immer. Das war's hier jedenfalls für mich. Mir bleibt wohl nichts anderes, als mich zurück zur Ashina-Burg aufzumachen. Ein verdammt besserer Anblick als dieser Ort hier. Bist du gleich wieder zurück? Tja. Da wird wohl Zeit, mich wieder... Ach, du hast das vermutlich bereits in Erfahrung gebracht, aber... Ashina,
Weißt du, riecht etwas streng wegen der verkohlten Leichen und dem Schießpulver. Die Ratten strömen rein, das glaubt man fast nicht. Pass da draußen auf dich auf. Ja gut, dass hier überall Leute von dir sind. Das ist mir bewusst. Übrigens, sehr schöne Unterhose. Gefällt mir. Tja, damit wird wohl... Ach, du hast Asche, die Ratten. Okay. Vielleicht ist er wieder da, wo er war. Ansonsten muss ich die Asche in der Burg untersuchen. Oh Gott. Mir fehlt noch eine Gebetsperle. Ich raste mal kurz wegen Leben. Ich weiß nicht, was da gleich auf mich wartet. Wenn hier gleich ein Boss ist, habe ich ein Problem. Okay. Bibober Lord des Geistes. Durchgang zum versunkenen Tal. Guck mal, da ist eine Schlange. Da ist die Brücke, die die Schlange kaputt gemacht hat. Ich vermute, das Spiel will, dass ich runterspringe. Okay, okay. Bossfight, Freunde, Bossfight. Moment. Was könnte gegen die Schlange helfen? Das Feuer. Und mein Kreiselchen. Eine Nebelrabe eigentlich auch gut. Ich versuche es mit dem Nebelraben. Mal gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist Nummer 1. So. Viele. Oh Gott. Ich musste gar nicht gegen sie kämpfen. Das khakiförmige Herz einer großen Schlange. Die große Schlange gilt als Gott des Landes und das Herz soll das Organ sein, in dem der Geist wohnt. Die Form ähnelt einer Khaki-Frucht, doch es sind die Eingeweide eines Gottes. Man kann getrost annehmen, dass der Verzehr göttlicher Eingeweide gesundheitsschädigend ist. Wir sind auf der anderen Seite jetzt, oder? Oh. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße. Ich vermute mal, da war nichts. Aber trotzdem ist es so eine Scheiße. Ach. Bullshit. Aber ich habe da was gesehen. Ich habe was geleuchtet. Da will ich nochmal hin. Oh, kaum leuchtet was, weißt du, werden meine Augen wieder groß. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Ach so, das ist mein Sprung. Hä? War ja nicht gerade ein Wandsprung? Bin ich jetzt oben? Ja. Du bist immer noch hier. Wo ist nicht zu Ashinaburg? Okay. Okay, hier hat's geleuchtet. Versunkenes Tal. Habe ich eigentlich alles angeguckt? Nur mal so by the way. Es scheint nämlich noch ein bisschen anders noch weiter zu gehen. Ne, hier ist nichts. Oh, 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 oh! Oh Gott, was war das denn? Oh. Als würde ich das ganze Licht kaputt machen. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Alter, das Viech kommt wieder. Ich wusste, dass hier noch irgendwas ist. Da hat es nämlich geleuchtet, Freunde, da hat es geleuchtet. Gehen wir mal in die Richtung. Okay, da geht's nicht lang. Oh, das hört sich nicht gut an. Oh. Ich bereue es jetzt schon, hier lang zu gegangen zu sein. Ist das Wasser? Was? Das wäre Wasser. Alles klar, verarsch mich ruhig. Aber was bringt denn der ganze Scheiß hier? Ist einfach nur ein tiefes Loch? Oh, ach so. Oh, ja, das ergibt natürlich Sinn. Was haben wir denn hier? Bibobalor.
Hier ist ja nichts mehr. Hä? Was nützt denn der Scheiß hier? Hier ist doch nichts. Achso. Jedes Mal. Huch. Ich kenne das. Ach, okay. Oh. Es gibt also... Nein, man... Okay, vielleicht stimmt die Theorie nicht. Ich dachte, vielleicht kann man den Typen überraschen. Aber das ist nur der Rückweg. Und da... Nee, man kann den Typen nicht überraschen. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht mehr. Wäre hier rausgekommen, aber er hat ja in diese Richtung geguckt. Also hätten wir ihn auch nicht überraschen können. Dann... Achso, wir konnten ja noch in die andere Richtung springen, ne? Dann springen wir in die andere Richtung. Zack. Da ging's noch höher. Wir gucken erstmal hier rein. Gibt ja anscheinend noch sehr viel zu erkunden. Geckomania, hallo. Ah, endlich kann ich einen Genozid an den Dingern ausführen. Vor allem, die wehren sich nicht mal. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid für die. Göttliches Konfetti. Werden wir bestimmt noch gebrauchen können. Aber es gab hier noch andere Wege. Und zwar da hoch. Ach Gott, meine Freunde. Der Gecko interessiert mich nicht. Oh, ich kann da nicht runterspringen. Ja, super. Ich habe ausgerechnet den erwischt, der kein so ein Viech war. Ich werde schon nicht sterben, die können ja nichts. Dämlicher Gecko. So, der verschwunden. Die sind einfach nur da, um einen zu ärgern. So. Gebetsperle? Holy shit. Das heißt, wir haben jetzt... Kontaktmedizin. Wir haben jetzt noch eine Gebetsperle. Ach du... Ihr lebt noch. Aber ich habe euch nur runtergekickt, oder? Ich habe eine Gebetsperle bekommen. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Okay, dann lass uns mal zurückgehen. Das war es offensichtlich hier. Wir müssen hier runterspringen. Ja, nice. Dann können wir gleich mal unsere Gebetsbälle aufrüsten. Und dann, oder wir gucken vorher nach dem anderen leuchtenden Zeug. Hä? Achso, alles richtig, alles richtig. Das kam mir so unbekannt vor hier. Und dann habe ich etwas leuchten sehen, das war hier. Autsch. Knallsamen. Noch mehr von dem Zeug. Von hier aus komme ich aber nicht rüber, ne? Schade, ich wäre gern darüber gekommen. Schade, schade, schade. Sonst gibt's hier nichts, ne? Nein. Naja, was willst du machen? Gut, ich würde sagen, wir rüsten mal unsere neue Lebensleiste aus. So. Erstmal rasten. Körpermerkmale verbessern, ja. Fünfte Gebetsperle, eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden. Erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Jawohl. Die Kanonenfestung im versunkenen Tal wird von den Schlangenaugen einer weiblichen Eliteeinheit mit mächtigen Handfeuerwaffen kontrolliert. Sie haben besonders scharfe Augen und treffen ihre Ziele aus großer Entfernung. Kann sein, dass ich unterwegs irgendwo noch eine Gebetsperle vergessen habe. Oder mehrere.
Weil das klingt so, als hätten wir das hier... Obwohl, wir haben das in der Kanonenfestung bekommen, ne? Ja, stimmt. Nö, dann ist alles richtig. Super. Noch mehr Leben. Geilo. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir haben den Idioten leider jetzt weggeschickt. Vielleicht ist er im Senpo-Tempel irgendwo. Reisen. Senpo-Tempel, Berg Kongo. Vielleicht im inneren Heiligtum. Weil er ist ja auch eins dieser Kinder, glaube ich. Wir gucken mal nach. Ich gehe erstmal hier hin und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.